Ja, liebe Bingerbrückerinnen, liebe Bingerbrücker und natürlich auch einen schönen Tag an alle, die heute auch den Film zuschauen und sich informieren wollen. Also es geht voran hier im Stadtteil Bingerbrück. Sie wissen, wir haben ja 2022 dann offiziell im Mai in Betrieb genommen und wir sind gerade jetzt dabei. Gestern fand das Preisgericht statt mit der Außengestaltung des Venere-Delon-Platzes, was wir auch zugesagt haben im Zuge des Konzeptes soziale Stadt, dass wir hier die Planungen vornehmen. Wir haben das Preisgericht tagen lassen. Es sind 4 Entwürfe, die auch bewertet wurden. Und wir wollen am 23. November in einer Ausstellung Ihnen das auch präsentieren. Also es geht bei uns hier in dem Stadtteil voran. Nebendran sehen Sie auch, dass die Koblenzer Straße schon in Planung ist, dass auch die K8 hier in Planung ist. Also es passiert einiges. Und es haben auch tolle Ideen wurden hier eingebracht und die wurden bewertet. Und deshalb freue ich mich, dass wir das am 23.11. den Innenhof hier in dem Gebäude des Stadtteilzentrums, man das betrachten kann. Und die Überlegung ist, dass wir dann im Januar eine Auftragsvergabe geben wollen und dass die Entwurfsplanung dann bis April 23 steht. Also ich lade Sie alle hier aus Bingerbrück, aus dem Stadtteil und die interessierte Öffentlichkeit ein zu der Ausstellung. Verfolgen Sie, was hier geplant ist. Machen Sie sich selbst ein Bild. In diesem Sinne, Ihr, Euer Oberbürgermeister Thomas Wese.